Eine Hafenstadt. Oh, danke. Stadt der Hoffnung, Luin. Gasthaus. Gasthaus. Bitte einmal heilen. Ja, Gasthaus von Phoenix. Eine Nacht kostet 300 Gold. Ja, bitte heilen. Mein Geld. Mann, es ist schwer zu begreifen, dass Colette jetzt Flügel hat. Ja, ich war auch total überrascht. Du, Colette, was wird wohl am nächsten Siegel passieren? Bitte? Vielleicht bekommst du dort einen Heiligenschein oder dein Körper fängt an zu strahlen. Genius, das ist eine ganz gute Vorstellung. Aber nicht, dass ihr Reißzähne oder Hörner wachsen. Ich meine, du bist schließlich ein Engel. Genius, hör auf! Okay, Zeit für die Kinder ins Bett zu gehen. Colette, Flügel zu haben ist schon verrückt, nicht wahr? Nein, es ist nicht. Selbst wenn du ein Engel wirst, bist du doch immer noch du, okay? Danke, Lloyd. So, ich wollte jetzt keine heulende Colette nachmachen. Das war gerade nervig. Bitte weiter reisen! What the? Das war ja mein Headset! Oh mein Gott, hab ich gerade erschrocken. Es war gerade. Bei mir war mein Sound, mein Audio gerade so cursed. Okay, gut. Bitte weiter reisen! So, einmal speichern. Und. Ja, Colette ins Team nehmen. Echt, Colette ins Team nehmen? Okay. Ja, Colette ins Team nehmen. Y drücken, André. Y drücken. Merken. So, wir laufen hier dann mit Leuten. Erstmal die Leute in der Stadt ansprechen. Dies ist Luin, die Stadt der Hoffnung. Wo ist die Frau hin, die vorhin hier war? Scheiß kleiner Lüstling. Oh nein. Das ist die Assassinin. Ja. Problem damit. Ich überlege mir ein Fischergeschäft zu eröffnen. Also reise ich in der Welt herum und sehe mir die Fische in jeder Region an. Also hab ich es gerade falsch vorgelesen oder war das grammatikalisch nicht korrekt? Fischgeschäft. Fischergeschäft, perfekt. Der Ertrag aus dem Sinua-See wird mit jedem Jahr geringer. Ist klar, perfekt. Oh, dann sollten wir den retten. Ja, eigentlich schon. Oh! Geh nach oben, ich will Opi sprechen. Du willst Opi sprechen? Okay. Ein junger Geist allein reicht nicht. Man muss vorsichtig sein, wenn man alt ist. So. Oh. Meine Hüfte. Perfekt. So, gar nicht gut. Das ist dasselbe Kind. Nördlich der Stadt befindet sich der Tunnel des Manas. Früher kamen viele Leute, um ihn zu besichtigen, und auf den Straßen der Stadt ging es lebhaft zu. Doch nachdem Monster aufgetaucht sind, wurde der Turm versiegelt. Okay, ist ein Monster aufgetaucht. Gut, genau. Ist das ein Waffenshop? Sieht so aus. Viele Leute hier. Erstmal reden. Wer bist du? Bruder, was geht? Kein Spaß. Sie haben hier eine durchaus ordentliche Auswahl an Waffen. Perfekt, wir reden einfach mal. Willkommen im Kampfgeist. Raffier, Doppelklinge. Wer stärker, tatsächlich. Wäre sogar ein Upgrade für Lloyd. Wurfsterne! Ich hab's gesehen. Wir hauen jetzt, glaube ich, wahrscheinlich erstmal richtig hart Geld raus. Wenn ich's richtig sehe. Yeah. Aber nee, können wir nicht, wir haben nur 3000, ne? Ja, deswegen sage ich, wir hauen trotzdem Geld raus. Okay, was gibt's hier denn alles? Hasenpfote. Bringt Glück. Okay, Hasenpfote ignorieren wir mal. Lederhelm. Oh, ich hab noch keinen Lederhelm. Dings hat aber schon einen. Okay, dann kaufen wir uns einmal einen Lederhelm. Lloyd braucht mal eine stärkere Waffe. Jetzt kriegst du Wurfsterne. Ich könnte mir hier einen Raffier holen. Ob das so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Ich tu's mal nicht. Die Robe, glaube ich, wenn wir noch Genius eine neue Verteidigung geben würden. Aber ich weiß nicht. Welche Robe? Lichtgewand. Er hat Genius schon, besitzt er bereits. Stimmt. Einen Lederhelm habe ich mir jetzt einmal gekauft. Und ansonsten, das Einzige, was wir noch kaufen könnten, wäre ein Kettenhemd für entweder halt Kratos oder für mich. Ja, mach ein Kettenhemd für dich, glaube ich. Du bist halt so ein bisschen der Tank, der viel Damage machen soll. Soll nicht. Ja, deswegen überlege ich halt gerade, ob wir es machen sollen. Ja, ich glaube schon.
Okay, wenn du sicher bist, dann holen wir uns einmal ein Kettenhemd, dann haben wir jetzt aber gar nichts mehr und ich würde mal sagen, wir können vielleicht mal Sachen verkaufen. Ein mysteriöser Stein verleiht einer Waffe zeitweilig die Kraft des Feuers. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es bringt kein Geld, deswegen würde ich es einfach behalten. Ein Tuch aus unbekanntem Stoff, das heißt, es ist überhaupt ein Tuch. Hier ist einfach, das sind Handelsgegenstände. Da steht sogar Handel. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlau ist, die Sachen zu verkaufen. Nicht. Ich glaube, wir können später Sachen upgraden. Die Sache ist. Alte Waffen? Ah, nee, stimmt. Alte Waffen nicht verkaufen, wir können die auch noch upgraden, stimmt. Anpassungsschmiede. Oh. Da. Sehen wir jetzt. Hier können wir uns Waffen herstellen. Also, wir können Waffen upgraden. Ich hab doch noch ein Mumei. Wenn ich jetzt mein Mumei nicht mehr ausrüste und das ausrüste, könnte ich mir ein stärkeres Mumei machen. Ja, easy, warte mal. Nein, ich wollte nicht. Hilfe, nein, ich habe B gedrückt. So, Ausrüstung. Gib mal das Mumei her. So, die Sachen sind ja. Oh, Kettenhemd ist sogar besser. Perfekt. Warte mal. Oh, schnell. Ich habe gekauft, aber du musst mir auch noch meine Dings ausrüsten. Ja, warte. Ja, ja. Ich meine ja, ich hatte ja noch das Hartlederzeug da. Das wollte ich gerade auch noch was machen. Dann für Genius. Ja, aber ich habe noch ein. Das zack, ich kann nicht reden. Genius-Ausrüstung. Du hast erstmal Wurfstern jetzt. Das Gewand ist schlechter. Die Baskenmütze hast du bereits und der Rest bringt uns nichts. Wir gehen mal Ausrüstung Colette. Sie hat. Oh, Lederschutz. Besser. Okay. Handschuhe und der Rest geht alles nicht. Und dann würde ich jetzt einfach noch einmal auf Rain gehen und halt schauen. Sie hat den Stab, sie hat aber keine Kopfbedeckung. Perfekt. Okay, dann lassen wir es erstmal. Jetzt so, dann spreche ich den nochmal an und jetzt hoffen wir mal, dass ich mein Mumei upgraden kann. Ja, kann ich sogar. Kostet das was? Kostet nicht mal was. Oh, tun. Das war jetzt kostenlos. Das ist geil. Perfekt. Ich krieg wie was. Yo, das war ja ein huge Upgrade. Da können wir nochmal gucken, ob es ein paar Sachen kommen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, schauen wir jetzt nochmal, ob es hier noch Sachen gibt. Wurfstern? Mit Reißzahn und Nova hätte ich mir den Wurfstern jetzt schon machen können. Oh, du kannst ja auch mit dem Wurfstern und kannst du dir hier Sternstück machen. Lass machen. Können wir machen, erstmal, dann machen wir das gleich und dann schauen auch, weil. Oh, wir haben ja noch das Langschwert, wir haben aber das Silhouette haben wir auch. Okay, perfekt, wir können uns jetzt erstmal. Der Hydra können wir uns machen noch. Digga, wir können ja Hartsachen upgraden. Was ist das denn? Ist ja okay, übel geil. Gibt's auch das für Colette? Also wir haben hier was für Colette. Sie hat ja momentan noch das Chakra, wenn ich es richtig weiß. Dann können wir auch zu einem zum Dual Ring upgraden. Wir graden jetzt erstmal Waffen ab. Was ist das denn hier? Also, Wurfstern erstmal, und dann gehen wir noch einmal auf. Und Kratos. Gehen wir noch einmal kurz das Langschwert. Ich glaube, die beiden reichen dann. Das ist die halt Damage-Quelle so, hallo? Also. Das wird jetzt rein. So, und jetzt? Das war Dings. Das Schwert sieht so geil aus! Ja, rein da. Oh mein Gott, das sieht halt for real so nice aus. Acht mal gebannt. Okay, dafür haben wir die Sachen nicht. Reif hab ich. Nee, den Reif kannst du gar nicht haben, den Reif hat Colette. Ah ja, okay. Eisenhandschuhe wären für dich zwar besser, aber brauchst. Die sind sogar. Was hat bitteschön Kratos für scheiß Handschuhe? Dass die Eisenhandschuhe schwächer sind als seine? Okay, Lederhandschuhe, aber wir haben kein schwarzes Silber, okay. Ganz kurz, was haben wir noch an Items? Da haben wir sogar noch drei Reißzähne und hier Magietuch. Ja, ich würde erstmal warten, aber erstmal die Sachen ausrüsten. Ich will die Unterschiede sehen. So, das hatten wir schon. Das ist schlechter. Das hatte ich. Du hast schon alles. Ja, ich wollte noch einfach sicher gehen. Genius. So, jetzt. Das ist auch gut. Der Angriff vor allem. Das ist schlechter. Die hast du bereits. Du hast einen normalen Armreif. Wir können vielleicht mal die Sachen, die wir doppelt haben, verkaufen, weil beispielsweise die Maskenmütze und sowas, weil wir die eh nicht benutzen können. Sie hat Chakram. Chakram-Upgraden, ne? Sollen wir das machen? Können wir machen, ja. Ich schau dann gleich mal. Wenn wir die Sachen dafür haben, dann würde ich das Chakram einmal upgraden. Oh, doch gesellt, Alter. Alter, das ist anders gut. Ah, okay. Er hat den Schild, deswegen ist es schlechter. Ah, Lül, ja, okay, das macht dann Sinn. Okay, warte mal ganz kurz. Colette, gib mal deine Chakrams her.
Warte mal. Oh. Nein, ich kann die gar nicht ablegen, oder? Ja, ich glaube nicht. Optional. Nee, warte kurz. Oh nein, raus. Warte mal. Hä, das ist ja aber richtig doof, wenn man es gar nicht machen kann. Oder geh mal raus. Kannst gucken, ob du einen leichten Diskus noch kaufen kannst für die? Rechts. Warte mal ganz kurz. Ich habe eine andere Idee. Wenn ich auf Items geht's halt nicht. Das ist halt irgendwie scheiße, dass ich die Items zweimal brauche dafür. Ja, also brauchst du mehrere. Ja. Deswegen raus nochmal. Oder kann ich das hier rüber machen? Drück mal einmal drauf. Nee, ich kann es nicht ablegen. Ah, okay. Das Spiel lässt mich nicht. Okay, weiter. Das heißt, ich müsste es tatsächlich nochmal kaufen. Warte, geh zu OP. Es fehlt ein Item hier. Ja, ich kann natürlich nochmal Schalkrams kaufen, aber das ist halt eigentlich unnötig. Und kann ich nicht mal, ich kann Dual Ring kaufen. Oder Dual Ring ist ja schon das Stärkere. Wollen wir eins verkaufen und ihren Dual Ring kaufen, damit wir mit dem Dual Ring ihren Klingentanz machen können? Nee, also mit ihren mystischen Ring machen können? Ich glaube, wir können den machen, oder? Ja. Dafür brauchen wir einen Klingentanz. Und einen Klingentanz können wir nicht machen. Doch. Nein. Wir brauchen einen Diskus dafür. Okay. Ich glaube, den Diskus hatte sie standardmäßig und hatte ich den einmal verkauft gehabt. Wenn ja, hasse ich mich gerade dafür. Ja, hast du. Wir haben die Anfangswaffen alle verkauft. Oh mein Gott, ja, das war dann. Ja, okay, das heißt, ich kann Colette nicht upgraden, aber dann können wir raus. Ja, ist nicht. Oder nee, hoch, ne? Ich schau mal, ob der hier noch was sagt, ob die hier noch irgendwas Wichtiges haben. Hast du vielleicht noch irgendwas? Ja, die Inventur. Nee, okay, haben die nicht. Das ist dann interessant. Hat der irgendwas zu sagen? Mit dem kann ich gar nicht reden. Ah, doch, kann ich. Im Gegenzug für die Lieferung von Waffen und Großhandelspreisen erhalte ich spezielle Halloween-Waren. Okay, perfekt. Gehen wir aber mal nach draußen wieder. Aber das war jetzt schon mal ein huge Upgrade, das ist richtig gut. Haben zwar kaum Gold, aber ja. Die sind auch noch hier. Nee, bitte nicht. Nee, die spreche ich jetzt auch nicht an. Wir gehen mal hier lang. Was gibt's hier noch? Jetzt ist es ein Laden, aber früher war es das Haus des Bürgermeisters. Der Bürgermeister wurde an diesem schrecklichen Tag von den Designs umgebracht. Noch wurde kein neuer Bürgermeister gewählt. Also bleiben vorerst der alte Mann mit seinem Laden. Also bleibt vorerst der alte Mann mit seinem Laden hier. Okay, wir haben. Wenn wir das Geld haben, würde ich sowas von diese Teile da kaufen. Wasser des Lebens, einen können wir uns holen. Wir können ein Wasser des Lebens holen. Ey, wir haben echt keine Items. Können wir einen Reißzahn verkaufen und dafür noch ein Dings kaufen? Können wir machen, ja. Ich überlege ansonsten. Ja, das ist halt echt scheiße. Wir riskieren es aber mal, weil Reißzahn haben wir 3 Stück von. Ich glaube, die kriegen wir schnell genug wieder. Vor allem, wenn wir mal richtig grinden gehen, kriegen wir die, glaube ich, schnell genug. Jo. So, dann geh wieder zu ihm. Ich geh mal nach oben einmal. Weil ich bin jetzt. Ja, vielleicht finde ich hier oben irgendeine Kiste oder so mit Gold. Einfach die Leute bestehlen. Oh, was ist hier? Also, das ist eine Tür, aber die kann ich nicht betreten. Okay, schade. Ich habe das aus Zelda gelernt. Immer die Leute bestehlen. Wasser des Lebens. Wie viel soll ich kaufen? Alle. 4 Stück. 4 Stück. Ach. Ja, das klingt gut. Okay, dann sind wir halt wenigstens gepreppt. Vielen Dank. Okay. Perfekt, dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir aber gar kein Geld. Das ist ein Design, oder? Ja. Ist ein Krieger. Wir leben hier, also redest du, weil ich hab der anderen geredet. Wir leben jeden Tag mit der Angst, von den Designs angegriffen zu werden. Yeah. Es geht mir auf die Nerven, wenn Leute unseren Ort als Touristenattraktion betrachten. Es ist eine nette Stadt, das Leben hier ist friedlich und komfortabel. Perfekt. Und Cutscene. Okay, fine. Then I'll be it this time. Okay, schön. Diesmal bin ich also dran. Yay! Everybody hi! Yay, versteckt euch alle! Cool, sag doch, sie ist cool. What are you looking at? Was schaust du denn die ganze Zeit? Also ganz kurz, wir reden ja. I was just thinking how cute you look.
Ich habe nur darüber nachgedacht, wie niedlich du eigentlich aussiehst. You gotta be kidding me. Du verarschst mich doch, oder? Don't think saying stuff like that is gonna change anything. Glaub bloß nicht, dass sich etwas ändert, wenn du solche Dinge sagst. Du bist immer noch mein Feind. Hä, ja, also ich hab nur die Wahrheit gesagt. So, Jana. Ich habe nur einen kleinen Abstecher von meiner Pilgerreise gemacht. Aber dies ist ein netter Ort. Der Brunnen wird mit dem Wasser aus dem See gespeist. Was ist gespeist für ein Wort? Noch nie zuvor gehört. Ich schon öfter. Gespeist? Durch Videospiele, ja. Es wird in so welchen Videospielen öfter genutzt eigentlich. Oh, okay, wir sind hier. Ah. Ja, okay, ist egal. Wir gehen einfach mal hier lang. Wir gucken einfach die Stadt erstmal. Oh nee, das ist das Feld. Wir gehen zurück. Ich wollte mich mal umschauen, weil ich vermute mal, wir können das Girl wiederfinden. Ja, also wieder treffen. Und ich denke auch mal, dass das hier ihre Hauptstadt, also ihre Stadt ist. Oh, warte mal. Dieser See heißt Sinoa-See. Die Bewohner dieser Stadt sind stolz auf Sinoas Schönheit. Perfekt, wir gehen Sinoa mal nach links. Sinoa-See ist ein richtig cooler Name, finde ich. Oh, die Naomi. Die Saiyans von der Farm im Nordosten. Wir wissen nicht, wann sie angreifen werden. Wir leben jeden Tag in Angst. Gibt hier in der Nähe noch eine Farm? Oh Gott, nee. Es gibt mehrere Menschenfarmen, leider. Okay, von hier kamen wir. Gibt's nach unten weiter? Hier ist sowas. Also nach unten, hier geht's wahrscheinlich auch nochmal aus der Stadt raus, oder? Nee. Oh, und ist es noch ein Laden? Oh, hier ist ein Priester. Hallo. Willkommen im Tempel von Martell. Zugegeben, dieser Tempel ist recht klein. Alles klar. Ist ein sehr kleiner Tempel und hier gibt's auch eigentlich gar nichts. Okay, da wird's wahrscheinlich, hoffe ich, noch Story relevant sein. Und wir gehen einfach mal zurück, weil schauen wir mal, ob wir die Assassine nochmal finden. Weil kann ich. Das würde mich sehr interessieren, weil ich habe mich wegen ihr, der Grund, warum ich überhaupt kannte, ist, ich habe mich natürlich spoilern lassen, als ich auf der Suche nach Thumbnails war. Das eine Mal, ja, und deswegen wusste ich, dass sie bereits existiert, das dementsprechend, ja. Ich wusste, dass sie existiert, aber ich wusste nicht, was für eine Story, wie relevant sie ist. Okay. Hm. Scheinbar waren wir hier nicht richtig. Also doch schon. Ja, schon, aber ja. Da geht's nicht weiter in dem Sinne. Aber wir müssen noch weiter nach Osten. Ja. Die Küste lang. Jetzt langsam lang. Ja, einfach die ganze Zeit. Aber können wir mal auf die Karte gehen? Was ist? Weil ich glaube, wir müssen halt direkt gehen. Aber beziehungsweise, ich glaube, wir sind gerade am Kontinent Silvarum. Wir sind gerade hier bei Luin. Wir sind ja da, wo der rote ist, da sind wir gerade. Ich glaube, die Karte hier ist nicht die komplette Map, sondern wir müssen jetzt unten rechts zu dieser Küste. Dort siehst du den Strand unten rechts? Ja, das denke ich mir auch. Dort müssen wir hin, um dann auf eine andere Karte zu kommen, weil das halt Silverrand, damit wir weg von Silverrand kommen. Das war auch meine Idee. Perfekt. Und wir gehen in den Gegner rein. Okay, diesmal kämpfen wir jetzt hier mittlerweile auch gegen die Gegner. Kann sein, dass sie stärker sind, kaum einige stärker, aber... ich mache aber wir auch kämpfen einfach, ne? Weil wir jetzt... Take this! Ja, first aid! Alles haben. Guardian! Work! Hellhammer! Guardian! Ein bisschen Nahkampf gehen. Mal aufgeklärt im Nahkampf jetzt. Wir vergiftet. Don't overdo it! First aid! Very well. Sorry! Guardian! Take this! Fireball! Aber du bist vergiftet, hä? Wodurch bist du denn vergiftet worden? Ich hab den einen im Nacken. Don't overdo it. Oh, Mann. Very well. Ich glaube, wir müssen die Commands gleich nochmal neu machen. Weil, ich hab gerade gesehen, ich kann Colette schon wieder nicht steuern. Das heißt, ich kann ihr schon weil wieder keine. Weil du sie rausgepackt hast. Das ist doch dumm. Du kannst nämlich bei Kratos doch die ganzen Sachen machen. So, Tech hier. Ja, das ist, ich wollte sagen, das ist so bescheuert. Railfrost, OPRT und jetzt einmal. Die Attacke ist so von Scheiße, die nehme ich einfach Powerhammer rein. Und Items, wir haben, glaube ich, irgendwas, um Gift zu heilen. Ja, hier. Heiliges Licht. Heiliges oder Licht. Oder was? Magisches Auge? Nein, das war hier. Warte mal. Wundermittel. Wundermittel, ja. Haben wir 7 Stück sogar von, das heißt, gebe ich dir einfach eins, passt. Jo.
Dann heile ich mich im nächsten Kampf. Und ansonsten können wir gleich mit Kratos LP uns gleich hochheilen. Ja. So, mit den... Ja, egal. Da rechts ist das. Das ist wieder so ein, glaube ich, so ein kleiner Outpost. Ah, schön, da kriegen wir dieses Zeug für die Karte. Also, für die Karte. Ja, hier. Oh! Off. Perfekt, da hast du wieder deine Rolle gehabt. So. Wie gehen wir denn dann mit ihm? Es ist schön ruhig hier in der Ecke, weißt du? Von, ja. Sehr war in der Ecke. Nordwestlich von hier befindet sich Ruin, die Stadt der Hoffnung. So. Ach wirklich. Das haben wir ja nicht gewusst. Wir gehen da mal hinein. Hallo. Der Legende nach lebt ein Einhorn in dieser Gegend. Es heißt, das Einhorn zeigt sich nur einer Jungfrau. Und manchmal erscheint sein Antlitz an der Oberfläche des Umasi-Sees. Let's go. Hol das Einhorn für uns. Colette holt das Einhorn für uns. Oder Rain. Wir wissen nicht, ob Rain noch Jungfrau ist. Es geht ums Sternzeichen, Jonah. Hör so pervers zu denken. Das war ja der Witz daran. So. Kirche von Martell. Lionel. Luin. Esel. Nathionsschlucht. Riegel. Linka. Nile. El. Ja, du, hallo? Du Schummelst, alle Wörter hören mit L auf. Oh, ich mag das. Vor allem, als Lionel gesagt hat, habe ich für kurz überlegt, ob ich einfach Messi reinschreien soll. Wer jetzt war, hab ich dagegen geschrien. So. Ja, wenn ihr von hier aus in Richtung Osten geht, stoßt ihr auf das Barakluft-Mausoleum. Da müssen wir hin, glaube ich, sogar in die Richtung. Nordosten, oder? Geht ihr nach Westen, stoßt ihr auf Asgard, die Stadt der Ruinen. Oh, ich glaube, Asgard wurde auch aber erwähnt. Irgendwie in die Richtung müssen wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig. Beides sind berühmte Sehenswürdigkeiten. Perfekt, let's go. Weiter. Gehen wir mal raus hier. Wollen wir dann erstmal nach Nordost? Ja, können wir machen. Also, ich glaube, wir müssen dort auf die Insel dann, ist die, glaube ich, gemeint. Das kann gut sein, ja. Da ist eine Brücke, dann gehen wir mal da lang. Wir schauen uns einfach erst einmal mal um. Also, was sollen wir sonst anderes machen? Gehört zu einem JRPG dazu, dass man einfach mal durch die Overworld rennt. Und da ist Gina auf der Brücke. Let's get started! Oh, das sind sogar... Ich bin tot, weil er mich nicht geheilt hat. Perfekt. Jana, du musst vorsichtiger spielen. Geh hinten und drück den Knopf. Vielleicht Kratos spielen. Just as I expected. Nee, ich mag Genius eigentlich sehr. Okay. Dann bleiben wir mal dabei. Zu wenig. Was ist los, Klett? Bist du etwa schon satt? Willst du dich nicht wohl? Es ist nichts. Ich habe nur gedacht, dass es eine Menge Essen ist. Wirklich? Aber du saßt hier doch weniger als sonst genommen. Macht euch keine Sorgen, ich werde bestimmt alles aufessen. Ich mache mir Sorgen um Colette. Das hört sich nicht gesund an. Mal sehen, vielleicht erfahren wir ja noch was. Sie ist ein Engel, sie kann keine menschliche Nahrung mehr zu sich nehmen. Sehr krass. Very well. Don't you guys let up? The sword down! First aid! Heil mich, Kratos. Don't overdo it. Heil mich. Kann der Typ endlich aufhören, mich abzubrechen? So, Jungs. Hat Kratos sich gerade selber geheilt? Ja. Auf 600 Leben? Darf er doch.
darf sich doch wohl selbst heilen, oder nicht? Das ist halt immer noch seine Magie so. Okay, wo sind wir hier? Sieht aus wie eine... Ah, das sind... das ist... Ja, das ist Mausoleum. Perfekt. Gehen wir mal hinein. Wow, ist das groß! Also ich dachte, das wäre Genius Fuck. Das war gerade verwirrend. Ich nein, nicht schon, nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Du weißt, was zu tun ist. Ja. Das ist also das Barakruft-Mausoleum. Es ist wirklich so schön, wie man sagt. Oh, warte, nee, sie ist noch nicht an der Maut. Okay. Passt. Dieses Gebäude ist ein Altar, an welchem vor über 5000 Jahren die Götter geopfert wurden. Oder an die Götter geopfert wurde. Später habe ich König Barakruft und... Professor, genug. Was soll das denn heißen, genug? Ich werde sie einfach ignorieren. Genau deswegen sind jene, die keine wissenschaftliche Neugier spüren, verdammt. Die Musik kam nicht, das heißt, ich mache da gar nichts mit. Ich lege da jetzt keinen Pinkfilter diesmal drüber. Nein, musstest du ja nicht, weil sie auch nicht in dem Mode war. Deswegen sage ich ja, es kam die Musik nicht. Ich gehe mit meinem Hund spazieren. Er heißt Pepe. Sei nett zu ihm. Pepe Love. Pepe Love. Jana? Das mit Pepe ist ganz so geil. Jana! Ich bin als Tourist hier, aber so interessant ist es hier auch wieder nicht. Perfekt. Pepe Sad. Pepe Sad. Mann! Ich wollte mir die Ruinen ansehen, aber der Eingang ist zu. Ob es einen Trick gibt, ihn zu öffnen? Erstmal die Kiste klauen. 1800 Gold! Easy! Wir haben den Dings bestohlen! Easy, Money! Okay, wir dürfen hier aber noch nicht rein, wir sind hier falsch. Also wir dürfen ja, wir hier... Wir haben es nochmal angesehen. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon mal Pepe gefunden. Pepe. Ey, das Ding ist... Oh Gott. Was ist? Dieses Game ist manchmal wunderschön. Das sagst du! Also zumindest die Jokes, die man da drin bringen kann, sind super. Ja, Pepe. Ich freue mich schon. Also, ich hoffe einfach mal an mein Editing-Ich, dass ich da jetzt irgendwas gemacht habe mit dem Hund. Das war gerade richtig gut. Aus. Oh, wir haben übrigens unsere Leiste fertig für den nächsten Kampf. Ne? Ja, ich hab's gesehen. Ich hab eine neue Attacke gelernt. Tigerblade war das, glaube ich. Warte mal. Nee, Tempest. Es war Tempest. War es Tempest? Ja. Easy Tempest rein. Sonic Frost? Nein, Demon Fang! Benny, betraue ich dann, wenn du Demon Fang nicht willst. Ist mir egal, Tiger Blade kommt jetzt auch rein. Ja, easy, geil! Neue Attacken, letzte Elfte. Hast du auch was Neues? Nee, noch nicht. Ey, du hast nichts Neues. Muss da mal mehr Aqua Edge einsetzen. Colette hat auch nichts Neues. Angel Fett. Was? Warum ist Angel Fett das rot? Sie hat zu wenig TP, um das einzusetzen. Sie braucht ja 20 TP, um einmal Angel Fett das einzusetzen. Und ich habe Angel Fett nicht mal auf dem Shortcut, weil die Attacke scheiße ist. Okay, gut. Weil sie zu wenig Damage macht, meiner Meinung nach. Dafür, dass sie so lang casten muss. Und dann, du bist gerade hochgelaufen wieder. Ja, ich hab's dir realisiert. Ich hab keine TP! Sollen wir dann vielleicht nutzen? Ich hab keine Ahnung, wie das ist. Ja, let's go. Drück B. Oder? Jetzt weiß ich, wie es geht. Okay, ich hab's auch gestellt. Ich muss einfach nur in der Reihenfolge drücken. Ah,
Ah, und du kannst, glaube ich, die Shortcuts benutzen. Beziehungsweise hättest du jetzt nach oben gemacht und du arbeitest. Okay. Das heißt, wir müssen uns das merken alles, oder was? Damit sind richtig Quick Angel Shatters rausgekommen, ne? Ja, sollte ich mir vielleicht merken. Ich glaube, da ist Angel Shatters dann ganz geil. Ich glaube gerade. Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Ansen Angreifer. Okay, ja, wir haben jetzt wieder, Wasser des Lebens. Wir sterben zu häufig, wir kriegen zu viel Schaden. Ich glaube, wir spielen zu aggressiv oder sind immer noch underleveled. Und wir haben nicht mal mehr was zum Heilen. Wir sollten vielleicht nochmal einen Abstecher in die Stadt machen. Aber erstmal gehen wir jetzt dahin. Weil ich das gerade sehe und wir eh hier schon sind. Daher, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist wahrscheinlich... Oh, das ist Asgard!